Hallo und willkommen zu meinem kleinen Clickbait-Video. Erst einmal ein kurzes Update für die von euch, die nicht wissen, worum es genau geht. CW hat einen Trailer rausgebracht, diesmal für Batwoman. Und der Trailer ist nicht besonders gut. Ich werde dieses Video mit dem offensichtlichen Nerd-Rage beginnen, den jeder von euch erwartet. Warum sieht das Kostüm so scheiße aus? Ernsthaft, wir haben hier auf der linken Seite die Comic-Version, auf der rechten Seite die Serienversion. Seht ihr das Rot? Ja, das Kostüm hatte lange rote Haare, einen roten Umhang, rote Handschuhe etc. etc. Die roten Akzente brechen das Schwarz schön auf und außerdem kann man so Batman und Batwoman auch in dunklen Gassen sehr gut voneinander unterscheiden. Was ich normalerweise nicht anbringen würde, wenn es nicht diese dämliche Szene im Trailer gäbe. Du kannst dich nicht darüber aufregen, dass dich Leute für Batman halten, wenn der Kostüm aussieht, als hätte Bruce Wayne plötzlich Magersucht bekommen. Oh, sie merken es selber und ändern das Kostüm. The worst movie ever! And send and sip! Nachdem wir jetzt den offensichtlichen, unnötigen und gespielten Nerdwatch durch haben, hier zu meinem eigentlichen Punkt. Erst das Positive. Der Trailer ist von CW, die das Arrowverse erfunden haben, und das Arrowverse ist nach allem, was ich höre und gesehen habe, relativ gut. Und vielleicht haben wir hier einfach dasselbe Problem wie vor einem Jahr bei den Titans. Der Trailer wurde von jemandem geschnitten, der sich nicht alleine anziehen kann. Fuck Batman. Aber die eigentliche Serie ist recht gut. Also besteht die Hoffnung, dass die Serie selber nicht so dumm ist wie der Trailer. Allerdings hat der Trailer auch solche Aussagen. I need you to fix his suit. The suit is literal perfection. It will be. When it fits a woman. Und das ist mein Hauptproblem mit dem Trailer. Für die von euch, die nicht wissen, warum mich das Ganze minimal aufregt, hier eine kurze Zusammenfassung zu Batwoman. Kate Kane ist eine ehemalige Soldatin, die aus Gründen, die Schreiber sich ausdenken dürfen, nicht mehr Militärdienst ist. Und zu einem Tiefpunkt in ihrem Leben wurde sie von Batman gerettet, wodurch sie dazu inspiriert wurde, Batwoman zu werden. Dabei ist festzuhalten, dass sie kein Sidekick zu Batman ist. Sie ist ihr vollkommen eigenständiger Held. Sie hat ihr eigenes Leben, ihre eigene Serie, ihr eigenes Alles. Sie ist ein vollkommen realisierter Charakter. Dazu gehört auch, dass sie ihr eigenes Leben lebt und ihre eigenen vollständig funktionierenden Beziehungen mit anderen Frauen hat, weil sie lesbisch ist. Und jemand hat dieser Hard-Ass-Nails Ex-Militär-Lesbe gesehen und sich gesagt, das ist nicht feministisch genug. Es wurde vieles beibehalten. Sie ist immer noch Ex-Militär, ist immer noch lesbisch und kann immer noch Leute zusammenschlagen, auch ohne ihren Superheldenanzug. Aber das war den Schreibern nicht Frauenpower genug, das heißt, sie hat keinen Nullpunkt, an dem sie gerettet wird. Das heißt, es gibt keine Inspiration durch Batman, anstattdessen ist sie die Cousine von Bruce Wayne. Und erbt einfach seinen Scheiß, weil Gründe. Und Gründe ist in dem Fall, dass ihre Freundin gekidnappt wurde und sie sie retten muss, weil Women in Refrigerators nur sexistisch ist, wenn es für Männer gemacht wird. Worauf ich hinaus will, ist das hier. Vollkommen unnötig ist. Batwoman wurde ursprünglich erfunden, um zu beweisen, dass Batman nicht schwul ist. Nein, wirklich. Nach Seduction of the Innocent kam das Gerücht auf, dass Batman und Robin das miteinander treiben, weil beide Strumpfhosen tragen oder irgendwas in der Richtung. Und darum hat DC Batwoman erfunden. Um zu zeigen, nein, Batman ist wirklich total heterosexuell und will Sex mit dieser bunt angezogenen Frau haben. Wir versprechen's. Und aus diesem an und für sich vollkommen wertlosen Bückstückcharakter, der nur zum Vorteil von männlichen Charakteren erfunden wurde, ist eine unabhängige, starke, lesbische Frau geworden über die Jahre. Und das ist den Schreibern hier nicht genug und sie müssen mehr und mehr Politik reinpumpen. Warum?